Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne zu Ihnen, zu euch gekommen. Und ich komme aus einem Land, in dem der Karneval abgesagt worden ist. Wer sich ein bisschen mit dem Rheinland auskennt, der weiß, das ist bei uns eine ganz große Sache. Da haben sich die Vereine monatelang drauf vorbereitet. Und ich habe noch einmal, ich kann mich als Kind gar nicht daran entsinnen, dass man den Karneval abgesagt hat. Aber die Erwerbsarbeit, die sagt man nicht ab. Das heißt, sie dürfen weiterschaffen gehen und Steuergelder generieren, damit Berufspolitiker weiter über ihr Schicksal entscheiden können. Das ist Fakt. Karneval abschaffen, Erwerbsarbeit, da herrscht natürlich 3G. Das ist die Art der Gerechtigkeit, die wir von den Altparteien zu erwarten haben. Und das sind die gleichen Leute, und ich kann diesen Zusammenhang durchaus herstellen, das sind die gleichen Leute, die glauben, dass Indianerkostüme rassistisch sind. Wer kennt sie nicht, die tausenden Indianer in Deutschland, die sich diskriminiert fühlen können? Man kann nur eins sagen, man muss sich eine Frage stellen, wo leben die eigentlich? Wo leben die eigentlich? Und unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die hat gesagt im Landtag, sie habe die Nase voll von den Spaziergängern. Die Nase voll von den Spaziergängern. Und wir stehen auch hier, um klar zu sagen, wir werden dafür sorgen, dass das Näschen einer Ministerpräsidentin noch keine Gesetzeskraft hat. Wir leben in einer Demokratie und nicht in einem absolutistischen Fürstentum. Ich nenne Malu Dreyer ja auch immer die Fernsehfürstin, weil sie Chefin des ZDF-Verwaltungsrates ist. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und wenn man Malu Dreyer sehr oft, also sie profitiert ja von der Hofberichterstattung von SWR und ZDF, und wenn man sich das alles anschaut, wie viele Themen, wichtige Themen im Corona-Loch verschwinden und nicht thematisiert werden, dann muss man schon sagen, das hat Methode, das sind keine Zufälle. Hier geht es darum, ein Thema in den Vordergrund zu rücken und Themen, die weiter unangenehm für die Etablierten sind, eben wegzudimmen, leiser zu drehen. Und deswegen ist es gut, dass es eine Partei gibt, die sagt, nein, es gibt nicht nur Corona, es gibt Einwanderung, es gibt Bildung. Monatelang sind unsere Kinder aus den Schulen, in die Schulen gegangen, und die wundern sich, dass sozial schwache Kinder, die eigentlich eine Förderung brauchen, immer weiter zurückfallen in dem Bildungssystem. Das ist ungerecht, das ist sozial ungerecht. Und man hat den Eindruck, dass diese Themen einfach weggeschoben werden sollen, damit wir jeden Tag erschüttert sind von irgendwelchen diffusen Paniknachrichten. Und deswegen gibt es eine Partei, die sagt, nein, das sind Themen, die für das deutsche Volk wichtig sind. Und die thematisieren wir weiter, ob das von Frau Dreyer gefällt oder nicht. Und es scheint so, dass die Etablierten den Bogen überspannt haben. Ich komme aus einem Wahlkreis, der, sagen wir mal so, nicht besonders kundgebungsfreudig ist. Wir hatten die erste maßnahmenkritische Demonstration. Bei der ersten Welle, da waren 30 Leute da. Wir haben uns das auch angeschaut. Bei der zweiten Demonstration, Kundgebung, waren 50 Leute da. Und jetzt sind seit Wochen über 3000 Leute jeden Samstag auf der Straße. Und diese Leute, das sind Steuerzahler, die müssen sich dann von Innenministern wie Lewens oder Pistorius noch sagen lassen, sie seien Extremisten. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Und unser Innenminister sagt, achten Sie darauf, wem Sie nachlaufen. Als wären wir keine mündigen Bürger, sondern kleine Kinder, die von Innenministern an der Hand genommen werden müssen. Peinlich, peinlich, peinlich ist das. Und ich komme zu einer anderen Sache, nämlich zu der wirtschaftlichen Situation. Diese Corona-Politik war ein Konjunkturprogramm für den Onlinehandel wie Amazon. Ein Online-Gigant, der in Deutschland
dicke Kasse macht, aber kaum Steuern bezahlt, während unsere Innenstädte immer mehr Leerstände zu verzeichnen haben. Und wir sind die einzige Partei, die ganz klar sagt, 2G für den Einzelhandel, für den stationären Einzelhandel, für die Leute, die hier vor Ort Handel treiben, die unsere Nachbarn sind, war der letzte Sargnagel für eine Entwicklung, die uns sowieso betrübt, dass unsere Innenstädte kaum noch viele Leerstände haben und wirtschaftlich dort kein Leben stattfinden wird. Alles nur, damit ein Online-Riese hier in Deutschland den großen Reibach machen kann. Auch das wird von euch Linken nicht thematisiert. Das sind die Linken, die die Freunde dieser Steuervermeidung sind. Sozial ist das nicht, das ist noch nicht mal links, das ist einfach unvernünftig und unsozial. Dafür stehen diese Krakeler dort. So, Stichwort Zahlen. Es gibt ja jetzt der SWR, der MDR, wahrscheinlich auch der NDR, die haben ja Grafiken veröffentlicht, in denen dann zu sehen war, dass wir nur ganz wenige sind und die schweigende Mehrheit sollen alle jene sein, die sich haben impfen lassen, was natürlich schon Quatsch ist. Hier stehen ja auch Menschen, die geimpft sind und trotzdem sagen, sie möchten keinen Zwang. Es geht ja nicht um Impfung, es geht darum, um die freie Entscheidung, über die freie Entscheidung über den Körper. Und wenn man diese Grafiken sich anschaut, vom Staatsfunk, von den Öffentlich-Rechtlichen, dann muss man denen zurufen, zählt nicht uns, zählt eure Tage, liebe Freunde. Denn wir stehen auch dafür, diesem Staatsfunk, diesem Corona-Funk, der nur noch ein Thema kennt und Hofberichterstattung für die Etablierten macht, endlich den Geldhahn zuzudrehen. Es kann nicht sein, dass 8 Milliarden Euro Kaufkraftverlust zu verzeichnen sind, damit Intendanten 400.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist auch eine Sache, die die nicht kümmert, uns aber schon. So, ich komme noch zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Ich habe ja hier eine Fahne von Ungarn gesehen, eine Fahne von Polen gesehen. Und ich kann mich noch da erinnern, 2015, da hieß es, die Grenzen der Bundesrepublik können nicht geschützt werden. Wir können nichts machen. Wir müssen hier jeden reinlassen. Das sind die gleichen Leute, die jetzt die ganze Bevölkerung kontrollieren wollen im Innern mit einer Impfpflicht. Das geht auf einmal. Aber dabei zeigen uns doch die Polen, wie man es richtig macht. Die Grenzen schützen und die Bürger in Ruhe lassen. Das ist die richtige Politik. Schützt unsere Grenzen und kontrolliert nicht eure Bürger. Das ist die richtige Politik. Und wir sehen an Polen, was alles geht. Da beugt man sich nicht dem Migrationsdruck. Da sagt man, die Polen entscheiden, wer nach Polen kommt und nicht. Das wird nicht in Syrien entschieden oder im Irak, das entscheiden wir selbst. Und wir sehen, das ist rechtsstaatlich möglich, das ist demokratisch möglich, das ist menschlich möglich. Und das ist die richtige Politik. Und da kann ich nur sagen, Deutschland und Hannover muss an dieser Stelle etwas polnischer werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich gleich, mit den Bürgern dann zu Fuß auch noch durch die Innenstadt zu spazieren. Spaziergänge an freier Luft sollen ja gesund sein. Vielen Dank.